Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Und heute haben wir wieder ein paar Themen, die wir durchgehen möchten. Und die erste Sache ist, yay, mein alter Rechner geht in Rente. Ja, juhu, das ist meine alte Pille, mit der ich immer aufgenommen habe. Ihr wolltet ja, glaube ich, den schon mal irgendwie mal sehen. Ja, das Ding ist ein bisschen kleiner als ein normaler Desktop. Es ist ein Mini-ITX-Tower, den ich mir 2013 zusammengebaut habe, um mein altes Notebook abzulösen. Und momentan ist er halt so in so einem Halbstatus. Ich habe ihn noch halb offen, weil da müssen die Festplatten wieder rein. Und ja, wie ich gemerkt habe, das Problem war ja halt, ich konnte ja echt kaum Videos mehr schneiden damit, oder beziehungsweise konvertieren vor allem. Deswegen musste ich irgendwie 60% davon auf dem Surface machen. Jetzt habe ich das Ding ersetzt durch 9 und ich habe auch dazu ein Video, also quasi, ich habe das erstmal dokumentiert, wie ich das Ding zusammenbaue. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu noch ein Video tatsächlich machen will. Das ist über eine Stunde Videomaterial, das muss ich richtig runterdampfen, wie man halt so einen Rechner zusammenbaut. Das habe ich aufgenommen. Und der wird dann halt das Ding, das schöne Ding hier ersetzen. Ich habe den anderen Rechner natürlich jetzt nicht da, weil da wird jetzt die Mikrofonaufnahme gerade aufgenommen. Und genau, ab jetzt bin ich halt in der Lage, wieder DevPro-Videos zu machen. Das hatten wir jetzt am Dienstag endlich mal wieder und ich konnte eine vernünftige DevPro-Aufnahme auch mit dem Duell mit The DevPro YouTube machen, was ziemlich schön war. Und ich bin so froh, dass ich jetzt halt nicht mehr andauernd die Videos hier rüber kippen muss und mit dem Surface was rendern muss, was eigentlich die Kiste da halt schaffen sollte. Und ja, ich würde das Ding abstellen als einen kleinen Server. Was genau drauf serviert wird, verrate ich euch jetzt erstmal noch nicht. Ihr werdet das dann im Laufe der nächsten Monate wahrscheinlich sehen. Es wird eh noch ein bisschen dauern, bis ich da überhaupt irgendwas mal dazu fertig habe, weil ja, Zeit ist knapp. Und ja, kommen wir zum nächsten Thema, German YouTube League, haben wir schon eben angesprochen. Nächsten Sonntag geht's weiter mit dem vierten Spieltag, Tier 1. Und der gute Yu-Gi-Oh! Insider, der ja auch mitmacht, ich glaube, er ist der Schweizer bei uns hier im Team. Also der einzige Schweizer in der deutschen YouTube League, oder German YouTube League, der halt mit dabei ist. Und er hatte eine coole Idee, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das auch irgendwie da mit Silver abgesprochen ist. Ich habe keine Ahnung, was die im Hintergrund machen, ich bin einfach nur Teilnehmer. Er macht jetzt auf jeden Fall Match-Zusammenfassung, beziehungsweise die Zusammenfassung des Spieltages auf seinem Kanal. Und er hat jetzt ein Beispielvideo gemacht, das kann ich hier nochmal verlinken, zu dem dritten Spieltag mit den Structure-Decks. Hat er einmal eine Analyse gemacht, welche Decks gespielt haben, was so die Decks waren, die aufgetreten sind, welche erfolgreich waren. Das ist ziemlich cool aufbereitet und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei ihm da vorbeichecken würdet, weil ich finde das Video ziemlich informativ. Ist eine gute Sache, falls man nicht alle einzelnen Duelle einmal sehen will, sondern sich einfach einen Überblick verschaffen will. Ist das eine ganz, ganz gute Sache und ich denke mal, das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache für Leute, die halt ein bisschen sich mehr noch für die German YouTube League interessieren und sich noch ein bisschen austauschen wollen über die ganzen Matchups und so und die ganzen Spieler, die dort spielen. Es ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache, dass er da sowas macht, weil ich finde das halt auch cool, dass es halt so wie auch in der Bundesliga oder bei EM und WM, wo man halt noch Nachberichterstattung macht und drüber redet, wie liefen eigentlich diese ganzen Dinger und so. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also checkt ihn auf jeden Fall mal ab, macht das einmal halt sehr, sehr schön aufbereitet und relativ kurz und knackig. Das ist eine ganz, ganz gute Sache und da muss man sich nicht irgendwie Stundenduelle da durchziehen, ja, die manchmal da ganz schön lang sind. Dann noch eine weitere Sache, ich habe auf Card Journalists Twitch-Stream letzten Montag habe ich mal mich mit eingeklinkt, oder diesen Montag ist es, glaube ich, sogar gewesen, und habe einfach mein, ja, ein Duell gegen ihn gemacht auf dem Twitch-Stream. Falls ihr Bock habt, checkt den mal ab, könnt ihr mal sehen, da haben wir gespielt. Er hat, glaube ich, Xyz Monarchs gespielt und ich habe meine Batman 2-Bugs gegen ihn gespielt und hatten ordentlich Spaß dort im Livestream. Apropos Livestream, jetzt habe ich ja die neue Kiste, die jetzt natürlich nicht so viel abbraucht wie das Ding da unten. Ich plane, ja, ich habe meinen Twitch-Account und so, ist alles schon da. Ich muss das Ding noch vorbereiten und irgendwann wieder mal Zeit finden, irgendeinen bestimmten Tag rauszufinden, wo ich dann halt mal echt mir ein, zwei Stunden nehmen kann für so eine Streams. Weil ich finde das eigentlich ganz, ganz cool. Ich habe Card Journalist letzten, glaube ich, 3, 4 Streams mir angeschaut. Fand ich immer ganz cool. Und ich glaube, da kann man in Deutschland hier nochmal ein bisschen mehr was Yu-Gi-Oh! Technisch machen, weil wir jetzt alle so eher so random mal streamen. Ich glaube, Card Journalist ist der Einzige, der wirklich dauerhaft durchstreamt. Ich glaube, Creepfan hat ein bisschen rumprobiert. Und hier die einen anderen machen. Also ich glaube, Dings macht das ziemlich gut. CCG, die Complexity Card Gaming, machen das, glaube ich, relativ oft. Die machen aber auch ihre eigenen Streams zu ihren Events. Wir haben ja keine Events. Ja, falls ihr Bock habt, checkt das mal ab. Und eventuell kommt da dann irgendwann mal was in den nächsten Wochen. Auch mal vielleicht Twitch-related. Solange werde ich einfach, Abo-Box-Camping quasi machen bei Card Journalists Twitch-Kanal. Und die letzte Sache ist, ich hatte ja das Interview bei Card Journalists gehabt. Aber nicht nur das auf der deutschen DM habe ich gemacht, sondern auch ein Interview zusammen mit Team Bubble Tea. Und die haben es endlich bei sich hochgeladen.
hochgeladen. Und falls ihr das abchecken wollt, da gibt es auch nochmal ein bisschen Hintergrundinformationen zu meinem Kanal und so. Ein paar nette Fragen. Der gute Tati, der hat mich nicht so gut gekannt und konnte mich hier schön ausfragen mit sehr vielen Standardfragen, so die vielleicht Katjana das nicht mehr stellen konnte, weil er schon ein bisschen tiefer verwoben war in die ganze YouTube-Community und halt auch uns mich schon besser kannte. Es ist, glaube ich, ganz, ganz cool, sich das mal anzuschauen. Ist auch ganz, ganz witzig. Und ja, ansonsten videotechnisch, morgen halt frei, Samstag das Übliche. Sonntag gibt es dann halt die German YouTube League. Kein Sonntag Locals, weil da gehe ich jetzt nicht mehr in diese Woche. Und nächste Woche hoffe ich, dass ich das Shiny Victory Special Edition Display kriege, dann können wir das aufmachen. Und was wir die nächsten Tage dann so machen, da muss ich mir noch überlegen. Ich überlege schon, den nächsten Song aufzunehmen. Ich nehme schon E-Songs ohne Ende auf, einzuspielen, den ich noch auf Lager habe. Das müsste jetzt der Ancient Ruins Song sein von dem Battle Pack Turnier. Das wäre der nächste Song, den ich dann veröffentlichen wollen würde. Und halt, ich überlege halt das noch mit dem Rechner aufbauen. Da muss ich noch mal überlegen, wie man das kurz und knackig irgendwie vernünftig rüberbringen kann. Alle Videomaterialien habe ich da. Ich muss das nur alles zusammenschneiden und draußen sinnvolles Video machen und halt sehr viel Zeit darin investieren, das Ding sinnvoll zu machen. Das war dann erstmal der Kanal-Update für heute. Ich hoffe, der hat euch soweit gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.